wenn vor 10 Jahren die ältere Generation noch gesagt hat, meine Kinder sollen es mal besser haben wie ich. Vor 2 Jahren haben sie gesagt, ich hoffe, meine Kinder haben es noch so gut wie ich. Und mittlerweile sagt die ältere Generation, ich bin schon froh, dass ich schon so alt bin, dass ich das nicht mehr alles erleben muss. Das zeigt genau, wo wir stehen und wie mittlerweile die Bevölkerung draußen fühlt und tickt. Und das Bauchgefühl der großen Mehrheit der Bevölkerung ist oft sehr treffsicher. Und insofern sind wir jetzt aufgerufen als Freie Wähler, nicht Angst zu machen, nicht Ausweglosigkeit zu predigen, sondern Dinge zu benennen, auch auf die Gefahr hin, dass wir medial verrissen werden, die Dinge zu benennen, dann Lösungen anzubieten und Lösungen umzusetzen und der Sache treu zu bleiben. Genau wie wir es jahrzehntelang in der kommunalen Ebene gelernt haben, Probleme benennen, Probleme lösen, die Bürger mitnehmen und das Zusammenführen der Gesellschaft in der Mitte. Ich glaube, das ist die größte strategische Aufgabe der nächsten Jahre in diesem Land. Noch nie wurde dieses Land so nach links und rechts auseinandergetrieben wie in den letzten Jahren, beginnend mit der Corona-Zeit, und das setzt sich jetzt ja Schritt für Schritt fort.